Der Kaiser von Atlantis hat eine sehr besondere Entstehungsgeschichte. Der ist nämlich im Jahr 1943 bis 1944 im Konzentrationslager von Theresienstadt komponiert worden. Und es ist eigentlich das einzige bis heute bekannte Stück, Opernwerk, das wirklich in Theresienstadt komponiert worden ist, allerdings dort nicht zur Uraufführung kam. Die Produktionsbedingungen in Theresienstadt waren, auch wenn das vielleicht ein bisschen zynisch klingt, relativ gut. Das heißt, in diesem Konzentrationslager war ein sehr umfangreiches künstlerisches Arbeiten tatsächlich möglich. Das hatte ein bisschen etwas mit dieser besonderen Struktur dieses Konzentrationslagers zu tun, denn es war eigentlich eine Garnisonsstadt, die Kaiser Josef II. Gebaut hatte und die dann von den Nationalsozialisten als Durchgangslager in die Vernichtungsstätten von Treblinka, Majdanek und Auschwitz benutzt worden ist. Und man hat eben dieses künstlerische Leben erlaubt und ausdrücklich ermutigt. Es gab Vorträge dort, es gab Zeichenwettbewerbe, es gab Lesungen, es gab sehr, sehr politische, scharfe Kabarettveranstaltungen. Es gab eben Konzerte, Opernaufführungen und dementsprechend unter anderem dann auch dieses Auftragswerk Der Kaiser von Atlantis, das halt allerdings dann auch von den Nationalsozialisten instrumentalisiert worden ist, natürlich. Also sie haben diese Materialien, die sie dort gewonnen haben, für die Wochenschau zum Beispiel durch einen Propagandafilm, der dort gedreht wurde 1943, das haben sie natürlich verwendet, um daraus eben Bilder zu kreieren, die sie dann wiederum an die Öffentlichkeit senden konnten. Also dieses Kulturleben in Theresienstadt war eine durchaus sehr zweischneidige Geschichte. Viktor Ullmann war schon ein sehr, sehr berühmter Komponist, als er dann 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Und das Verrückte an Viktor Ullmann war, dass er wirklich dort zu kompositorischer Höchstform aufgelaufen ist. Also ich glaube, dass er mehr als 50 Werke, kammermusikalische Werke, Konzerte, aber auch Lieder dort komponiert hat und eben auch dieses Auftragswerk Der Kaiser von Atlantis zusammen mit seinem Librettisten Peter Kien. Und dass es zu diesem Auftragswerk kam, was von dieser Sektion Freizeitgestaltung, dieser jüdischen Selbstverwaltung in Auftrag gegeben worden war, das hat auch damit zu tun, dass man sich, auch das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Selbstbewusstseins bewegte in diesem kulturellen Leben. Also viele prominente Häftlinge waren dort inhaftiert und man glaubte eben, gerade auch aufgrund dieser Erfahrung mit den politischen Theaterstücken, dass man relativ frei die Obrigkeit kritisieren könnte. Und dann kam es auf den Proben allerdings wohl zu immer größeren Diskussionen. Das hat Peter Kien, der Librettist seiner geliebten Helga Wolfenstein-King, die in dieser Zeit schwer erkrankt war, berichtet. Die lag im Lazarett und er kam wohl immer frustriert von den Proben, hat sie erzählt. Sie hat den Holocaust überlebt und hat berichtet, dass die Diskussionen dort immer lähmender wurden, weil man wohl Angst bekam, ob dieses Stück nicht vielleicht doch zu kritisch ist, ob es vielleicht doch dann schließlich allen Beteiligten das Leben kosten könnte. Und dann ist dieses Projekt irgendwann abgebrochen worden. Es gab eine einzige Partitur, die sich der Regisseur, der Dirigent und auch alle anderen Sängerinnen und Sänger teilen mussten. Und es gab ein maschinengeschriebenes Libretto und ein handschriftlich verfasstes Libretto. Und all diese Unterlagen, zeigen so ein bisschen die Schwierigkeit in diesem Entstehungsprozess. Es gibt ganz viele Eintragungen da drin, man weiß gar nicht mehr, von welcher Hand die stammen. Und die zeigen eben die wachsende Angst, die offensichtlich in dieser Produktion schwelte. Und dementsprechend ist es eigentlich bis heute so, dass man sich so diesen letzten Willen des Komponisten ein bisschen rekonstruieren muss. Wir haben uns in allen Belangen dazu entschieden, Ilaria Lanzino und ich, dass wir die politisch schärferen Fassungen spielen. Also wir haben diese Anspielung auf das Deutschlandlied in der Arie des Trommlers natürlich wieder mit aufgenommen in unsere Fassung. Und es gibt eben zwei Arien des Kaisers, wenn er sich verabschiedet von den Menschen. Es gibt eine anthroposophische Fassung, die höchstwahrscheinlich von Viktor Ullmann stammt. Und es gibt eine politischere Fassung, in der es heißt, du sagst, der Krieg ist aus, nur dieser Krieg ist aus. Und davor warnt, dass so ein System immer wieder passieren kann. Und das war ja eben auch das, was Ilaria Lanzino in ihrer Erarbeitung für die Deutsche Oper am Rhein sehr wichtig war, dass sie eben diese Oper als eine Parabel des Widerstandes erzählen wollte, die auch für uns heutzutage immer noch eine Botschaft bereithält. Denn
das muss man auch sagen, dass es vor allem Viktor Ullmann und Peter Kien darum ging, eine Botschaft über ihre Zeit hinaus zu senden, bis in unsere Gegenwart. Der Krieg ist aus der Saal.